Hallo zurück. Es macht vielleicht nicht sofort Klick bei diesem Gesicht, aber das wird es demnächst, denn Jannis Niewöhner ist einer der angesagtesten Jungschauspieler in Deutschland, hatte mit 10 bereits eine Rolle im Tatort, danach einige Kinoproduktionen inklusive Filmpreise und kommt jetzt mit einem neuen, ziemlich coolen Gangsterstreifen auf die deutschen Leinwände. Ich finde, sie und er sollten sich so langsam mal kennenlernen. Sport und Bewegung gehören für ihn einfach dazu. In seiner Wahlheimat Berlin liebt es Jannis Niewöhner, sich richtig auszupowern. Einfach mal den Kopf frei bekommen, als Ausgleich zum Job vor der Kamera. Also ich habe beim letzten Dreh gemerkt, wenn ich abends nach dem Dreh, egal wie fertig ich bin, noch mal laufen gehe und ein paar Runden schwimme, dann geht's mir so gut danach. Weil sonst legst du dich ins Bett und der Kopf arbeitet und da ist noch so viel los. Und du kannst gar nicht abschalten. Oh, es ist nicht schlimm. Ist alles beim Alten. Demnächst ist der 26-jährige Schauspieler mit dem Film Asphalt-Gorillas in den Kinos zu sehen. Als kleiner Gangster, der krumme Geschäfte in Berlin macht. Völlig überdreht und ständig unter Strom. Jede Form von körperlicher Veränderung macht immer wahnsinnig viel mit mir. Genauso wie das Klamotten machen oder so. Oder eben ein Charakter. Aber ich würde mir schon auch noch mal wünschen, dass irgendwas kommt, wo man noch mal ganz anders körperlich aktiv werden muss. Vielleicht auch im Sinne, weiß ich nicht, von zunehmen oder so oder was auch immer. Jannis Niewöhner ist bereit, viel für seine Rollen zu geben. Vielleicht auch, um von dem Sunnyboy-Image wegzukommen, das ihm eine Zeit lang anhaftete. Besonders nach den Fantasy-Filmen Rubinrot, Smaragdgrün und Saphirblau galt er als Teenie-Traumprinz, was er bei Castings auch zu spüren bekam. Dann hat man eben immer irgendwann gehört, das war gut, es war super, aber du bist nicht der Typ. Du entsprichst nicht dem Typen. Und dann denkt man ja selber erstmal, hä, wieso denn nicht? Ich bin doch ganz viele Typen. Und aber natürlich kann sich keiner im Filmgeschäft oder sonst wo unabhängig machen von dem Bild, was er von einem hat. Und das Bild wird natürlich bei Schauspielern ganz stark durch die Filme geprägt, die man macht. Und wenn du viele Teenie-Filme machst, dann bist du der Teenie-Typ. Ach, du kümmerst dich, ja? Doch diesen Teenie-Typen hat Jannis Niewöhner lange hinter sich gelassen. Mit Jonathan oder Jugend ohne Gott feierte er in den letzten Jahren Erfolge und bekam dafür 2016 den Bayerischen Fernsehpreis als bester Nachwuchsdarsteller. Dabei ist Jannis Niewöhner persönlich, aber auch schauspielerisch erwachsener geworden. Man merkt einfach, je professioneller man ist, desto besser funktioniert man in seiner Arbeit. Und ja, dafür brauchst du Disziplin und das geht immer mehr und mehr. Und ich freue mich dann aber auch sehr auf die freien Phasen, in denen ich dann umso undisziplinierter bin. Und vor allem hat Jannis Niewöhner Spaß an der Sache, was man ihm vor, aber auch hinter der Kamera ansieht.